Willkommen zurück zu Terranigma. Wir befinden uns im ersten Turm, den wir gerade durchstreifen. Wir müssen, was auch immer uns hier erwartet, überstehen, schätze ich. Wir wissen, dass hier drin Seelen sind, die wir befreien müssen. Wir wissen, dass hier drin irgendwelche Lebewesen auf uns lauern. Und wir haben bereits gesehen, dass einige Gegner hier drin ziemlich stark sind, wie diese Viecher hier. Oh, Crit. Wenn die Zahlen leuchten, dann bedeutet das kritischer Treffer. Okay, sehr gut. Und viel Geld, das wir von den Viechern kriegen. Ich finde es gut, dass sie so viel geben. Agelt außerdem einen weiteren Kristall. Kristalle können wir, wie wir schon wissen, für Magie ausgeben. Und dann können wir später in den Dungeons Zauber verwenden. Schauen wir mal, ob wir dazu kommen. Zack, bumm. Jetzt killen wir erstmal die kleinen Viecher. Gleich mal Zauber einzukaufen und was Ordentliches dafür zu kriegen. Die großen Kollegen hier werden wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Oh. Ups. Oh, Crit. Sehr gut. Wir könnten uns ruhig häufiger die großen Talerblöcke hinterlassen. Dann können wir uns schnell noch eine bessere Waffe kaufen, als die, die wir momentan ausgerüstet haben. Wobei zugegebenermaßen die Waffe, die wir ausgerüstet haben, fast schon unfair stark ist. Denn wenn wir mal auf unseren KP-Wert da oben achten, unsere momentane Waffe hat einen ganz, ganz besonderen Effekt, den auch nur diese Waffe hat. Wir regenerieren unsere KP einfach automatisch, während wir hier rumlaufen. Was kann man sich mehr wünschen als automatische HP-Regeneration zu jeder Zeit? Damit will das Spiel wahrscheinlich sicherstellen, dass wir verstehen, dass wir in einer Art Tutorial-Mode sind und nicht einfach so unterwegs krepieren. Außer wir machen wirklich was ganz Dummes. Da vorne steht eine merkwürdige Gestalt. Haben wir alles eingesammelt, was wir finden können? Wir haben zwei Kristalle. Gibt es in diesem Dungeon nur zwei Kristalle? Gab es ja nicht... Ich meine, es gab noch einen dritten Kristall im ersten Turm. Egal, wir können später nochmal reingehen, wenn wir das hier gemacht haben. Ark, du stehst kurz vor der Vollendung deiner ersten Prüfung. Alle Kreaturen in den Türmen sind Geschöpfe des Bösen. Doch manche besitzen eine Seele. Erlöse sie von ihrem Schicksal. Der Wächter beschwört Dämonen. Na herrlich. Vier Hummers erscheinen. Die klingen ja gefährlich. Hummer! Außerdem verschwinden die blöden Hummers dauernd. Die haben irgendwie eine ganz komische Framerate, die Hummers. Das ist komisch. Ja. Dann stechen wir halt erstmal hier von der Seite hier rein. Wird schon irgendwie passen. Grätsch! Aha. Und Hummers sind erledigt. Okay. Die Stimme des Wächters ertönt. Das Leben ist auf dem Weg, zur Welt zurückzukehren. Die Erde befindet sich kurz vor der Errettung. Ark. Diese Tür ist die Pforte zu neuem Leben. Tritt ein. Neues Leben klingt gut. Wie wär's mit Wiederbelebung unserer Mitdorfbewohner aus Eisstatue-Zustand? Check. Muss ich was tun? Ich glaube, wir warten hier drin nur. Wir haben auf jeden Fall etwas erreicht. Eine Szenerie so schön, wie nur der Super Nintendo sie darstellen könnte. Okay. Wir haben auf dieser Karte hier diesen Kontinent gerettet. Eurasien kehrt aus den Tiefen des Meeres an die Oberfläche zurück.
Oberfläche ist ja gut und schön, aber Oberfläche heißt doch Oberwelt. Wir sind in der Unterwelt. In der Unterwelt bringt uns das gar nichts. Allerdings haben wir gerade die Wirberei wieder zum Leben erweckt und damit unsere Freundin wieder. Das ist doch schon mal was wert. Jetzt gehen wir aber trotzdem nochmal kurz in den Dungeon zurück rein, weil ich bin mir ziemlich sicher. Und ich habe auch gerade einen Blick in den Spieleberater geworfen, dass wir hier einen Kristall tatsächlich übersehen haben. Dann können wir unterwegs noch ein paar Hobas töten. Ha! Level 2! Nein, Level 3 sogar schon. HP steigen um 6, Abwehr steigt um 1, Glück steigt um 1. Schön, schön. Das sollte die ganze Geschichte dann noch ein bisschen flotter machen. Wenn wir noch ein, zwei von diesen Riesentypen nachher erledigen können, müssten wir eigentlich auch noch ein bisschen Geld kriegen. Ich glaube nämlich, wenn ich das richtig gesehen habe, ja, wir waren hier vorne links überhaupt nicht drauf, denn hier gibt es einen weiteren magischen Kristall, den wir fast übersehen hätten. Aber den wir übersehen haben. Aber den wir zum Glück nicht dauerhaft übersehen haben. Geh kaputt, Riesenviech. Okay, und nochmal ein bisschen zusätzliches Geld. So, dann verschwinden wir wieder hier aus dem Turm. Mehr wollte ich gar nicht. Nur mal eben schnell noch den Kristall hier einsacken. Das heißt, wir können ins Dorf zurückgehen und mal eine Runde mit unserer Freundin quatschen. Tschüss, Eintaler. Oder Dreitaler, wie viel auch immer es gewesen sein mögen. Wahrscheinlich können wir uns erstmal eine Standpauke einfangen, was in aller Welt wir da schon wieder angestellt haben. Ich glaube, was wir dieses Mal gemacht haben, ist ein bisschen kritischer als Hühner in eine Weberei jagen oder Kürbisfelder verwüsten oder sowas. Schauen wir mal, ob sie bei sich in der Weberei ist oder ob sie noch im Haus des Weisen rumhängt. Ich würde einfach vermuten, dass sie jetzt wieder hier sein wird. Ich fühle mich irgendwie seltsam, als wäre ich aus einem tiefen, tiefen Schlaf erwacht. Ha. Da ist er. Als ich wieder zu mir kam, wusste ich, dass ich meine Rettung nur dir verdanke. Arg, mein Held. Ich bin's aber auch schuld, dass alle vereist wurden im Endeffekt, also... Ich weiß, für wen dieses Webstück gedacht ist. Arg, da du uns so mutig geholfen hast, will ich auch dir helfen. Ich werde all meine Liebe in dieses Webstück legen. Cool. Sie macht uns irgendwas fertig. Das allerdings scheinbar noch nicht fertig ist. Sagen die irgendwas Neues? Ich hatte einen Traum. Ich befand mich in einer riesigen Stadt. Sogar da habe ich gestickt. Ziemlich seltsam. Und alle hatten denselben Traum. Naja, ihr vier scheint ja in eurem Leben auch sonst nichts zu haben. Also von was sollten sie träumen, wenn sie in Eis eingesperrt sind und sonst nichts Besseres zu tun haben, als von irgendwo anders weiter sticken? Ja. Wo wir gerade hier sind, wir können unsere magischen Kristalle und unser Geld ausgeben gehen. Schauen wir doch mal, was wir uns Sinnvolles besorgen können. Guten Tag, Magier. Willkommen beim Magier. Wir können für einen Kristall einen Feuerring kaufen und für einen Kristall einen Eisring kaufen. Ich würde sagen, wir holen uns mal zwei Feuerringe und wir holen uns einen Eisring. Die Eisringe mag ich zwar nicht, aber zur Demonstration nehmen wir uns trotzdem mal einen mit. Okay, und dann schauen wir eben im Shop drüben vorbei. Guten Tag, Mr. Händler. Wie kann ich dir helfen? Naja, du hast hier theoretisch eine Rüstung, die uns plus 2 bringt und eine Waffe, die uns plus 1 bringt, die allerdings unsere HP-Regeneration blockt, wenn wir sie nehmen, also brauchen wir beides nicht so richtig. Wir können uns allerdings hier mal zwei von den großen Knollen kaufen und vielleicht nochmal zwei Gegengifte mitnehmen, man weiß ja nie, wann man vergiftet wird. Ja, und das sollte dann auch erstmal gut sein, würde ich sagen. Das restliche Geld können wir erstmal zusammen gespart lassen. Nur so ein bisschen Lebensversicherung. Kann ja nicht schaden. Okay, der erste Turm wäre geschafft, doch wir sollen 5 Türme insgesamt besuchen. Also, weiter geht's. Weitere Prüfungen liegen vor uns, wie dieser Turm, den wir da direkt links vor uns schon sehen. Geht's hier noch irgendwann weiter? Nein. Also, gehen wir rein. Turm 2. Freundlicherweise öffnet sich dieser Turm, ohne dass wir ein Gespräch mit einem merkwürdigen Wächterkopf führen müssen. Na dann. Nix wie ran an die Arbeit. Als allererstes sehen wir mal, dass da vorne erstmal ein Topf ist, den wir nehmen und schmeißen können, aber vor allen Dingen ein Kristall ist, den wir mitnehmen können. Aus dem Weg. Ark auf Durchreise. Ark erhält einen Kristall. Sehr gut. Ich bin fast befürchtet, wir kriegen den jetzt nicht mehr. Ich bin mir relativ sicher... Ja,
Hier vorne können wir einen geheimen Gang öffnen, indem wir diese Stadt über Seite schieben. Fast schon fies. Oh, mehr Taler. Immer her damit. Und noch eine Kiste, die wir uns nicht entgehen lassen. Oh, hallo Seele. Betrachte die Statuen und die Juwelen in ihrer Stirn. Ha, habe ich schon getan. A-Geld außerdem, weitere 30 Taler. 30 Taler für die Sammlung. So, wenn wir jetzt übrigens den Zauberknopf drücken, dann können wir zwischen unseren Ringen hin und her wählen und ihre Effekte ausnutzen, wenn wir das denn wollen. Und sie im Kampf einsetzen. Schauen wir mal, wann wir eine passende Gelegenheit dazu finden, irgendwas davon zu benutzen. Na, da hätten wir erstmal neue Gegner, nervtötende Magier, die ihre Magie auf uns ballern wollen, und eine Heilknolle. Wir werden sowieso nicht großartig Bedarf an Heil-Items haben, gehe ich mal schwer von aus. Außerdem ein unauffälliger Knopf. Bedarf an Heil-Items sollte man nicht haben, solange man eine automatische HP-regenerierende Waffe mit sich rumträgt. Da vorne ist schon wieder ein weiterer Kristall, den wir ebenfalls mitnehmen gehen können. Die Frage ist nur, wie wir drankommen. Stirb, Magier! Du gehörst nicht in meinen Weg. Schwieriges Rätsel. Hier kommen wir auf jeden Fall momentan nicht rein, aber wir haben ja diesen Hebel da vorne gedrückt. Das heißt, wir können hoffen, dass dieser Schalter, den wir gedrückt haben, vielleicht hier unten irgendwas verändert haben wird. Oder vielleicht gibt es ein weiteres Juwel hier vorne. Das bedeutet, dass wir diese Statue schieben können. Geheime Wege und so. Okay, weiter geht's. Jetzt sind wir auf der Seite des Kristalls. Und kriegen eine weitere Seele, die uns einen Tipp gibt. Goldene Schalter. Was werden sie auslösen? Diese goldene, der war rot. Soll das golden sein? Ich sehe keinerlei Gold. Naja, okay. Auf jeden Fall hat das die Tür nach unten geöffnet. Ich bin mir relativ sicher, ich habe gerade einen Teilzeitfehler gesehen, aber egal. Das nehmen wir mal so hin. Und nehmen auch diese 3 Taler mal so hin. Die werden unser Inventar stopfen können. Hubba, hubba! Wenn sie schon da rumstehen, werden sie auch gekillt. Wie jetzt? Die Grätsche hat hier nicht zweimal erwischt? Der Vorteil an den riesigen Titanengegnern ist, die lassen deutlich häufiger Geld fallen als diese komischen Hexenviecher, die wir jetzt hier als neue Gegner gekriegt haben. Ich hätte gern wieder die komischen Titanenviecher als Gegner, will ich damit sagen. Oh, da vorne können wir wieder einen Schalter drücken. Außerdem Geld und dieses Ding hier ist definitiv ein verschiebbares Dingsbums. Der Magier starrt dich böse an. Ark ist gelähmt. Aua, ist nicht nett von dem Magier. Ja, wir dürfen den Magier eigentlich nicht angucken, aber wir haben den Magier gekillt, bevor er uns das nächste Mal lähmen konnte. Eine effektive Möglichkeit, mit den Viechern umzugehen, würde ich sagen. Komm, mach auf. Zack. So. Außerdem können wir den hier ebenfalls schieben. Ach, Magier, jetzt lass das doch. Ark erwidert den Blick. Ark hat ihn einfach zurückgestunt. Gute Arbeit, Ark. Denn Ark hat ja jahrelanges Training hinter sich, weshalb er auch diese Technik hier beherrscht. Blocken. Dementsprechend können wir so einen Blick eines Magiers natürlich einfach erwidern. Macht Sinn, oder? Ja, findet den einen Typen in diesem Raum, der einen roten Kopf hat. Ist offensichtlich unsere Aufgabe. Und da vorne ist er auch schon. Schieb Ark! Sehr gut. Außerdem erhalten wir einen weiteren Kristall. Damit sollten wir wieder 3 gesammelt haben. Und ich glaube, in diesem Dungeon gibt es auch 3. Oh, das war's noch nicht. Gibt es auch 3, die wir sammeln können. Haben wir einen übersehen oder so? Doch, der. Den haben wir übersehen. Der hat auch einen roten Kopf. Es ist schon wirklich lange her, dass ich Terranigma das letzte Mal gespielt habe. Ich habe zwar noch viel Gedächtnis von diesem Spiel übrig. Einfach nur, weil ich so oft als Kind gespielt habe, aber... Wenn man andere Leute ein Spiel spielen sieht, wie ich es später halt häufiger mal getan habe, ist das lange nicht derselbe Effekt, wie wenn man ein Spiel selber ganz oft gespielt hat und das erst in näherer Vergangenheit. Nun dann, Wächter, was ist deine 2. Prüfung? Herzlichen Glückwunsch. So soll es sein. Tritt ein. Das war's?
Wir beschwört keine Monster für uns, okay. Das bedeutet, wir können uns wieder in den Raum mit der großen Weltkugel bewegen. Dieser Raum hat auch offensichtlich 5 Türen um sich herum stehen. Als Indikation, dass wir 5 Türme mit 5 Türen, um 5-mal in diesen Raum zu kommen, schaffen müssen. Um 5-mal etwas aus dem Meer zu heben und 5-mal Leute im Dorf wieder zum Leben zurückzuerwecken zu können. Zu tun zu machen. Nun dann, schauen wir uns an, was der nächste Kontinent sein wird, den wir befreien. Hoffen wir mal, dass wir dieses Mal nicht wieder eine Schneeregion haben. Wir hatten gerade erst schlechte Erfahrungen mit Vereisung. Da können wir uns das dieses Mal, glaube ich, sparen. Die Farbe dieses Kontinents spricht entweder dafür, dass es eine Bergregion ist, oder doch wieder was mit Eis und Schnee zu tun haben wird. Suboptimal würde ich das mal nennen. Okay, was haben wir denn gerettet? Abgesehen davon, dass wir die Donnersteppe scheinbar gerade aktiviert haben. Ach ja. Die schönen Landschaftsbilder. Okay, es ist... Oh ja, das sieht doch nach einem bekannten Kontinent aus. Ich meine, Eurasien hätte man jetzt auch schon vorher erkennen können, aber... Naja. Wir haben... Südamerika aus den Tiefen des Meeres an die Oberfläche zurückgeholt. Okay. Mit einer lustigen Statue drauf. Dieses Mal haben wir deutlich weniger Leuten ihre Seele zurückgebracht, wie es aussieht. Wir haben nur 2 Typen wiederhergestellt. Okay. Für diese 2 merkwürdigen Typen, die kaum jemand kennt, werden wir nicht unbedingt wieder in unser Dorf zurückkehren müssen, um mal eben mit denen zu quatschen. Also würde ich sagen, machen wir uns direkt auf den Weg zum nächsten Turm, der ja sicherlich nicht weit weg sein wird. Da ist die Stadt und da sind 2 Türme. Okay, welcher davon ist Turm 3? Das werden wir jetzt herausfinden. Außerdem führt hier vorne noch ein Weg weiter. Haben wir hier vorne schon den nächsten Turm? Oder was haben wir hier? Nee, wir haben hier eine kleine Einkerbung. Interessant. Was können wir hier tun? Schauen wir uns nochmal an, was wir hier haben. Abgesehen von einem sehr simplen Schieberätsel. Hier gibt es ebenfalls eins von den Toren. Jetzt ist nicht die richtige Zeit. Komm wieder, wenn alle 5 Kontinente befreit sind. Okay. Dann können wir hier wohl momentan nichts tun. Aber danke für die Info. Okay. Wenn man uns dieses Rätsel nicht lösen lassen möchte und wir da vorne nicht durch diese eine kleine Stelle durchkommen, bleibt uns halt nur der Weg zu Turm 3. Okay, es ist 3, es ist nicht 4. Gut zu wissen. Treten wir ein. Oh, das sieht ja schon vielversprechend aus hier. Sieht aus, als könnten wir sehr leicht in einen Abgrund fallen. Und tschüss. Sieht auch so aus, als würde mir das häufiger passieren. Machen wir hier den Daka-Angriff, den man sehr selten verwendet. Einfach draufballern. Level 4 erreicht. KP steigt um 8. Stärke steigt um 1. Abwehr steigt um 1. Glück steigt um 1. Das ist sehr nett vom Spiel. Gerätschaft. Dann schauen wir erstmal noch, was hier auf der anderen Seite wäre. Hier ist nämlich zum Beispiel noch diese Türe, die vielleicht sinnvoll für uns sein könnte. Denn hier unten gibt es tatsächlich einen Kristall einzusammeln, den wir nicht verpassen wollen. Um noch ein bisschen magische Kraft zu tanken. Grätschen! Macht sie alle weg. Sehr gut. Soweit so schön. Vollständig halber killen wir den einen Gegner, der sich hier drüben eingenistet hat, auch noch eben. Soweit so gut. Und dann sollten wir den nächsten Raum betreten.
Gut, es ist eine Plattform respawn. Na komm, jetzt geht kaputt. Dankeschön. Hm. Kiste rechts, nichts links. Wie wir hinkommen, noch unbekannt. Willkommen in Turm 3. Beim nächsten Mal, wenn wir uns wiedersehen, versuchen wir die Prüfung dieses Turms zu meistern. Und einen weiteren Kontinent aus den Tiefen des Meeres zu retten. Auf der Oberwelt, auf die wir momentan nicht hinkommen können. Bis dahin. See ya!